Nachdem wir hier den Bericht gelesen haben. Vorhin ist mir noch aufgefallen, dass wir diesen Bericht auch noch nicht hier gelesen haben von Onkel Poe. Glaube ich zumindest. Drogen, Hurenpornografie. Das sind die Drogenhurenpornografie, das sind die Eckpfeiler des organisierten Verbrechens in Hongkong. Seit mehr als 100 Jahren kontrollieren die Triaden nun schon den Drogenhandel und die Prostitution. Was überrascht, ist der Umstand, dass diese jahrhundertalten kriminellen Aktivitäten einem einzelnen Red Pole, einer der größten Triaden der Stadt, zu einer beispiellosen Karriere verholfen haben. Noch vor drei Jahren war Henry Big Smiley ein einfacher Vollstrecker der Sanonier, der vor allem für seine Brutalität bekannt war. Für die Polizei und die Triadenanführer war er nur irgendein Schläger, kein eiskalter, berechnender Geschäftsmann mit ernstlichen Karrierechancen innerhalb der Triade. Doch dann begann Lee sich laut meiner Quellen innerhalb der Triadenabteilung des HKPD zu spezialisieren. Zunächst baute er Screenshot. Ich habe gar nichts gedrückt. Zunächst baute er einen bescheidenen Drogenring auf und benutzte ihn, um junge Frauen vorzugsweise aus der Oberschicht zur Prostitution oder Mitwirkung in Pornofilmen zu zwingen. Später nutzte er seinen boomenden Pornoverleih, um Partnerschaften mit seriösen Filmproduzenten und Filmverleihfirmen einzugehen. Die Filmemacher wollten am lukrativen Geschäft mit dem Sex teilhaben und Lee hatte die besten Frauen. Im Gegenzug öffnete sich für Lee die Tore einer milliardenschweren Branche, in der tagtäglich unfassbare Summen von einer Briefkastenfirma zur nächsten verschoben werden. Für Lee waren das die perfekten Voraussetzungen, um sein Geld zu waschen. Und so dauerte es nicht lange, bis er auch das Geld an der Sanonier-Funktionär wusche. Lees nächster Schritt war ein wahrer Geniestreich. Er ließ seine seriösen Partner aus der Unterhaltsbranche in den Drogenhandel investieren und konnte auf diese Weise riesige steuerfreie Gewinne abschöpfen. Mit einem Mal war Big Smiley der wohlhabendste Gangster der Stadt. Und ließ selbst alteingesessene Triadenführer weit hinter sich. Laut eines Polizeisprechers, der unbekannt bleiben wollte, hat er sich mit Hilfe seines Vermögens eine Vormachtstellung innerhalb der Gang gesichert und gilt als zukünftiger Führer der Sanonier und aller anderen Triaden Hongkongs. Ja, und das beweist wieder mal, dass man mit Geld einfach alles kaufen kann. Geld ist Macht. Sanonier Drachenkopf-Vorsitzender Poe tritt für gewöhnlich als freundlicher älterer Herr auf. Er investiert viel Zeit und Geld in wohltätige Zwecke und gilt in den von der Sanonier kontrollierten Bezirken als Wohltäter. Selbst innerhalb der Triade genießt er ein Image als Verhandler und pragmatischer Geschäftsmann. Allerdings steht diesem vernünftigen Image postkrimineller Laufbahn gegenüber. Was macht der Krankenwagen dort? Sein Aufstieg innerhalb der Sanonier war zu jedem Zeitpunkt geprägt von extremer Gewalt. Er hat den Einstieg der Triade in das Auftragsmordgewerbe vorangetrieben und war vermutlich die treibende Kraft hinter der Allianz mit Sony Wu. Er überlässt Big Smiley, siehe dazu Feldbericht Dragon Big Smiley, das Geschäft, um sich nicht selbst die Hände schmutzig zu machen. Ein Großteil der Profite wandert allerdings in Poes Taschen. Im Gegensatz zu anderen Triadenführern tötet Poe eher unauffällig. Seine Rivalen scheinen einfach zu verschwinden. Kurzfristig ist das zwar weniger spektakulär als eine öffentliche Hinrichtung, aber die Tatsache, dass seine Gegner allesamt spurlos verschwinden, hat ihm enormen Respekt eingebracht. Poes Position innerhalb der Triade ist unangefochten.
Wie es scheint, warten die anderen Red Poles, bis er sich zur Ruhe setzt oder stirbt, bevor sie selbst ihren Anspruch auf die Position des Vorsitzenden geltend machen. Also sprich, recht viele Leute möchten eigentlich... möchten eigentlich eben an die Stelle von Po treten, wenn er weg ist oder stirbt. Ne, wait. Ich kann ja über die Treppe hier. Wir sind ja wieder am Anfang. Ins Parkhaus gelangen und von dort aus den Weg wieder weitergehen, um dieses blinkende irgendwas zu holen. Was da war. Oder auch nicht, da hier kein Auto mehr steht. Und hier kann man wahrscheinlich nicht drüber. Okay, das ist schräg. Von hier hat es kein... Gut. Du hättest dich dort festhalten können. Was schreit der Typ hier? Dann brauche ich doch ein Auto. Sorry. Willst du bestimmt irgendwann mal haben. So ein Life wie ich. Obwohl das nicht immer schön ist. Wenn man hier Leute umbringen muss. Mit den Triaden kämpfen muss. Nicht schön. Oh. Ich komm gleich zu euch. Irgendwo hier war doch was Blinkendes. Ich hab das gesehen im Augenwinkel. Ich glaube hier drin. Da. Briefumschlag 50.000. Nice. 50k reicher. Ist der Typ gerade seine Tasche? Ein Auto ist noch hier gut. Ich lasse euch doch mal zufrieden. Bye bye. Gut, dann, hier gibt's nur noch Razzien. Wieso sind wir jetzt wieder da drüben? Tiffany folgen. Mrs. Chu's Rache. Jade-Statue zurückbringen. Lose Enten. Ab nach North Point. Gut. Das Auto ist für diese Sprünge nicht geeignet. Oh Mann. Immer muss sowas dazwischen kommen. Ich brauche kurz dein Auto, sorry. Auch wenn es ein scheiß Auto ist. Ich brauche eins. Bekommst es wieder zurück. Sorry. Weg ist er. Er ist schon weg. Was habe ich hier so noch? Schrottkarre.
Ich weiß die exakte Lösung. Nehmt das Auto bitte. Ich kaufe mir ein neues Auto. Das ist die Lösung. Rolls Royce, ja. 300.000, 400.000. Komm, Executive Coupé. Ja, Cash. Danke. Für die Executive Car. Was soll man sonst machen mit dem ganzen Geld? Wahrscheinlich mal wieder was. Der neue Klamotten kaufen könnte ich auch. Wäre eigentlich wieder mal so eine Idee. Ich wäre fast ins Wasser gefahren. Ich dachte, dass das die Straße ist. Eingeparkt. Moin. Es geht. Hey man. Wait! You won't believe what those assholes did. Who? Those guys at Top Glamour, they're fucking with me. I brought them another load of watches. They were supposed to give me 200,000 for them. Instead, they give me this hunk of shit. I don't even know how to ride this thing. I had to push it here. Calm down. Give me the bike. I'll get you your money. What are you gonna do? Same thing I always do, Jackie. Sieht doch nice aus, das Motorrad. Motorrad bei Top Glamour Imports abliefern. Hat's eine Bombe dran vielleicht? Oder wieso soll ich's abliefern und nicht dorthin fahren? Top Glamour Imports. You gonna let me in? All right. Come on in. Zur Werft gehen. Gleich. Wenn ich mich hier etwas umgeschaut habe. Okay. Komm schon, das lässt du mich doch machen. Ich steige gleich wieder aufs Motorrad. Sorry, muss es sein. Ich weiß, da oben ist auch ein Tresor, aber den kann ich jetzt nicht nehmen. Really? Oh, fuck you. Nah, it's not this fucking guy. What do you want? My friend Jackie tells me you owe him some money. You're sitting on it. And where'd you get off strong-arming me, huh? I know you're a cop. And I know you're a snitch. You want to see who your boys kill first? Fuck you. Kill him! Kill him! Ja, nice. Jetzt muss ich schießen und wieder fahren. Okay, das lohnt sich nicht. Räder stören sich so beschissen. What the fuck habe ich gemacht? Das war nicht beabsichtigt.
So, jetzt weiß er hoffentlich, dass es sich nicht mit uns spaßen lässt. Come on, focus! You're coming with me. Legen Sie Nase in den Kofferraum. In welchen Kofferraum denn? In irgendeinen? My guys are gonna hunt you down and kill you! Fuck you! Get in! You're not getting out of here alive! Oh doch! Du kennst mich noch nicht. Hier bitte mit diesen ganzen Kanten los. Wieso brennt hier was? Sag Schaden. So, der ist weg. Der hat jemanden umgefahren. Ich muss ihn ranlassen. Junge! Was ist das denn für eine Scheiße? Den habe ich zwar los, aber bringt mir nichts. Ich weiß einfach nicht. Wegschießen. Nee, nicht Sachschaden machen. Go, go, go. Inspector K. I have one of your informants in the trunk of my car. What? Yeah, and he needs to disappear right now. So either you make him disappear or I will. Bring him over. You're making a big mistake, I tell you! Be quiet! Was wollen Sie jetzt mit dem machen? You only have yourself to blame. In Handschellen ins Gefängnis bringen oder was? Hey! Did we stop? Let me out of here! I fucking shit myself! Fucker! Hey, let me out of here, you fucker! My people are gonna cut you into pieces, you hear me? Hey! You hear me, you fucker! Here's your guy. Hope you still want him. But I don't want this coming back to bite me in the ass. I'll take care of it. Where he's going, he won't be in a position to tell anyone anything. Hey, I can hear you! What the fuck are you doing out there? Open the fucking truck, will you? Hey! Show the lady some respect! Nice. 60.000 Scoundrel EF-Akte. Love is love. Adios.